Hallo ihr Lieben. Na, alles gut bei euch? So, und zwar, mich hat eine Ü-Post erreicht. Ja, wovon ich nichts wusste. Ja, sonst wird es ja nicht Ü-Post heißen, Überraschungspost. Gell? Ja. Aber ich habe herausgefunden, also ich weiß, wer es ist. Das ist die liebe Melanie vom Kanal Miss 100 Morgenwald. Könnt mal bei ihr mal vorbeischauen. Sie würde sich sehr über einen Support freuen. Ne? Genau. So, ich würde sagen, wir machen das mal auf. Also mir hat sie schon mal geschrieben, dass sie jetzt nur gebasteltes reingemacht hat. Also verpackt hat. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein. Aber so ist nichts für, von Weihnachten. Sie hat mir gesagt, das war noch von Halloween. Aber gibt ja Leute, die mögen das, ne? Ein ganzes Jahr lang. Von daher, das hat ja wurscht. So, ich mache hier mal auf. Ich hoffe, ich kriege keinen Anfall, gell, Melanie? Weil bestimmte Sachen kriege ich ja, ne? Tobzuchtsanfall. Aber du weißt ja schon, was ich meine. So, geht das jetzt auf? Ja, das geht auf. So. Ich packe das jetzt mal zur Seite. Gell? So, als erstes haben wir hier Post. Hallo, das ist. Ja. Das habe ich ja schon eben gesagt. Ne? Halloween geht immer. Genau. So, dann fangen wir mal hier mal an. Als erstes hat sie das schöne Teil hier gemacht. So für Taschentücher, ne? Eigentlich. Was ist dann da? Das sieht nach einem Lolli aus. Kann man den noch essen? Cool. Cool. Also quasi, das sollte ja eigentlich für Taschentücher sein. Aber ich denke mal, das soll so Art wie ein Sarg sein, oder? Okay, ich jetzt mal von aus. Aber schön. Hast du schön gemacht. Auch schön koloriert, gell? Hast du ja selber ausgemalt. Schön. So, kann man denn hier noch? Ich glaube, hier sind ein paar Sachen rausgefallen. Dann haben wir hier sowas noch. Hast du das alles selbst gemacht? Oh, ein Bonbon. Cool. Danke, danke. So, dann haben wir hier noch. Da sind ein paar Sachen rausgefallen. Ich denke mal, der Bonbon, der war auch hier drin. Ne? Oder? Kannst du mir ja mal schreiben. So, dann haben wir hier noch. Dann haben wir hier so ein. Keine Ahnung. Hier so ein. Ja, kann man so irgendwo so reinstecken, gell? Auch sehr schön. So, dann haben wir hier noch so eins mit einer Fledermaus. Der will nicht. Ja, ihr wisst schon. Ne? So. Dann haben wir hier noch so eine Tüte.
Hast du auch selbst gemacht, das sieht man. Da sind noch so ein bisschen Süßigkeiten drin. Oh, nicht schlecht, ne? Kann man immer gebrauchen, gell? Ja. Danke, danke. Was haben wir hier noch? Hier ist noch so ein Täschchen. Schön. Auch Süßigkeiten von Trolli. Haben wir das. Und dann hier so Glühwürmchen. Danke, danke. Damit ich noch ein bisschen, ne, ein bisschen dicker werde, genau. Eieieiei. Und noch was Süßes. Ja, du meinst es aber gut mit mir. Ja, guck doch mal. Sehe ich nicht schön aus? Junge, bin ich gealtert, ey. Super, super. Ich habe gerade das gesehen. Das ist gar nicht gut. Was ist das denn hier? Oh, ein Sarg. Ich hoffe, das ist nicht meiner, ne? Nee. Quatsch. War nur Spaß. Sehr schön. Hast du dafür eine Stanze? Oder hast du das so selbst ausgeschnitten? Schön, schön. So, dann haben wir hier noch was. Das ist ein Büchlein. Mit Bu. Auch schön gemacht. So etwas Ähnliches hat es ja schon mal für Ostern gemacht gehabt, ne? Kann ich mich noch dran erinnern. Ja, nicht schlecht. Tolle Idee. So, jetzt liegen hier noch ein paar Bonbons durch die Gegend. Die waren so in der Kiste drinne. Keine Ahnung. So, was haben wir denn? Ja. Hier ist noch so eine Verpackung und noch mal so ein Bonbon. So. Dann hat ihn das Wort Ekliges da reingemacht. Mag ich gar nicht. Guckt euch das da mal an. Das ist doch ekelhaft, oder? Nee, so was esse ich gar nicht. Aber trotzdem danke, gell? So, dann haben wir hier Süßes. Sonst gibt es Saures. Ah ja. Was haben wir denn hier? Was hat sie denn hier noch reingemacht? Ah, das sind auch diese Card. Ja, ich komme jetzt nicht auf den Namen. ATC-Karten, ja, genau. Schön. Hat sie schön gemacht. Da ist, glaube ich, nichts dran. Sehr schön. Hier haben wir so ein Hex. So ein Hex wie ich, gell? Oder wie du, Melanie? Dann hier so. Auch schön. Sehr schön. Schönes Papier, gell? So, kann weg. Dann haben wir hier noch so zwei Karten. Ich will doch nur spielen. Ja, das passt. Schaurig schönes Halloween. Ja. Kann man gut gebrauchen. So, dann haben wir hier nochmal so ADCs. Haben wir die. Ja, da hinten kann man den Titel drauf schreiben. Ja, ich kann das sowas ja gar nicht machen. Ich habe sowas ja gar nicht. So, und dann haben wir hier noch eins. Auch sehr schön gemacht. Auch hier mit den Glitzersteinen. Ich liebe ja Glitzer, ne? Sehr schön. Da freue ich mich drüber. Zauberhafte Freundschaft.
Ja, das kann man ja bei uns ja sagen, gell? Oder? Wie lange kennen wir uns schon? Natürlich noch nicht getroffen, gell? Aber so telefonisch gesehen. Schon bestimmt 2 Jahre jetzt. Müsste es sein. So, was haben wir denn hier? Hier flattert irgendwas durch die Gegend. Oh. Ach, da hat sie mir noch so einen Loaded Envelope gemacht. Einen kleinen. Da gucke ich gleich rein. Ja. Jetzt gucke ich erstmal hier. Hier ist noch ein Besen. Okay, nochmal so ein Bonbon. Und ein Besen war jetzt gerade da dran im Karton. Ich denke mal, der gehört bestimmt hier rein, oder? Hier irgendwo rein. Gehe ich mal von aus. Genauso wie der hier. Der gehört bestimmt auch da rein, oder? Dann haben wir hier nochmal Schoki. Ja, schaurig schönes. Ich bin doch schaurig genug, oder nicht? So, das. Dann war hier noch eine Karte drin, ne? Ja, keine Ahnung, wo die drin war. Ich denke bestimmt in dem hier in dem einen Heftchen drin, oder? Da nicht. Hier in dem. Bestimmt. Machen wir da rein. So. Da dahin. So, dann haben wir hier noch was drin. Sticker. Sehr schön. Das ist ja mal cool, oder? Verschiedene Farben. Selbst kleben doch noch. Cool. Ja, kann man immer gebrauchen. Danke, danke. Melanie. So. Also, wir haben jetzt hier ein Besen. Damit kann ich drauf reiten, ne? Schwebe ich ein bisschen in der Luft rum und so. Ja. Dann den hier. So, was haben wir denn hier noch? Also, wir gucken uns jetzt das Ding erstmal an hier. Ghouls and Ghosts. Werewolf Wood. Trick or Treat. Pumpkin Patch. Halloween. Schräg Scheck. Okay. Ja. Ich würde sagen, wir gucken mal rein, was sie da reingemacht hat. Also, komm her, wenn du dich traust. Ich bleib auch nicht versprochen. Das. Nice, nice. Dann haben wir hier Verjüngungstrank. 2 Löffel Gelassenheit, 10 Gramm Herzensgüte, 5 Päckchen Lächeln, 3 Tropfen Geduld, eine Prise Abenteuer. Mix und eisgekühlt genießen. Ah ja, und was kommt dabei raus? So, dann lass uns doch zusammen abhängen. Aber nicht mit der Spinne. Nee. Das machen wir schon mal gar nicht. Dann hier ist zauberhafte Freundschaft. Sehr schön. So, dann haben wir hier nochmal so Sticker. Ja, so Perlen halt, so. Ne, so Halbperlen. Kann ich immer gut gebrauchen. Danke, danke. Vielen, vielen Dank. So, da ist nichts mehr drin, ne? Nee. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen. Gucken, ob da noch was drin ist. Scheinbar nicht. Nee. Da ist nichts mehr drin. So, dann haben wir hier noch so Klebebänder. Hat sie mir letztes Mal auch schon mal mitgeschickt gehabt. Ich lasse die jetzt aber zu, gell? Ja, jede Menge Spinnen. Dankeschön. Ich bin begeistert.
So, dann haben wir hier noch was Stickers, Halloween, Dracula und so und Geister. Nice, nice. Ja, die sind wirklich schön. Dann haben wir hier noch so Kürbisse. Mega. Auch dieses Holo hier so. Sehr schön. Gefällt mir ganz gut. Und hier die Geister, gefällt mir auch ganz gut. Die sind ja mal mega, ey. Und dieses Blaue und so, ne? Und hier so kleine Fledermäuse. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Schau mal ein bisschen näher. Guck mal da. Und da. Ja, das spiegelt ein bisschen her, ne? Ja. So. Das war es auch schon mit dem Ü-Päckchen. Ja gut, hier die Rückseite habe ich noch nicht gezeigt. Sieht aber auch schön aus. Hast du wirklich gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, hier der kleine Wichtel da. Und die Eulen. Mega. Ja, liebe Melanie, hat mich wirklich sehr gefreut, dass du mir ein Ü-Päckchen geschickt hast. Ja, dann muss ich da auch mal was tun, ne? Ist ja schon klar, gell? Und alle anderen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Über Kommentare freue ich mich immer. Und über ein Abo natürlich auch. Bis zum nächsten Video.